Ja, hallo meine Damen und Herren, heute werde ich Ihnen in einem kurzen Video das Prüfungsschema zur Warenverkehrsfreiheit näher bringen. Die Warenverkehrsfreiheit ist ja eine der vier Grundfreiheiten im EU-Binnenmarkt und das werden wir uns heute zusammen angucken. Bevor wir jetzt das Prüfungsschema besprechen, möchte ich einmal noch zurückgehen und den Blick ein bisschen weiten. Die Warenverkehrsfreiheit ist ja Teil der vier Grundfreiheiten in der EU und der Zusammenhang der Grundfreiheiten und die vier Grundfreiheiten als solche finden sich in Artikel 26 Absatz 2 des AEUV. Und zwar haben wir hier den Begriff der Binnenmarkt umfasst einen Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr, jetzt kommst von Waren, und dann haben wir dann auch noch Personen, Dienstleistungen und Kapital gewährleistet ist. Ja, wie wir hier sehen, wird der Begriff der Warenverkehrsfreiheit und auch der anderen Grundfreiheiten mit dem Begriff des Binnenmarkts verknüpft. Das heißt mit anderen Worten, die vier Grundfreiheiten sind der Definitionsbestandteil des Binnenmarkts. Und der Binnenmarkt wiederum ist ja wirtschaftspolitisches Grundziel der Europäischen Union. Von daher erkennt man die Bedeutung dieser vier Grundfreiheiten. Ja, nun aber zum Prüfungsschema der Warenverkehrsfreiheit. Die anderen Grundfreiheiten werden ähnlich geprüft, auch wenn es da Unterschiede im Einzelnen gibt. Aber jedenfalls, wenn man das Prüfungsschema zur Warenverkehrsfreiheit kennt, dann kann man auch sich mit den anderen Grundfreiheiten zurechtfinden. Der Aufbau ist im Übrigen ähnlich wie im deutschen Verfassungsrecht bei den Grundrechten. Das heißt, wir haben mal zunächst müssen wir uns den Schutzbereich ansehen. Also Schutzbereich. Ja, der Schutzbereich bei der Warenverkehrsfreiheit ist jetzt relativ simpel. Man muss einfach nur den Begriff der Ware definieren und dann gucken, ob das, was hier reguliert wird von dem Mitgliedstaat, unter diese Begriffsdefinition fällt. Also wir haben hier drei Merkmale bei der Ware klassischerweise. Es muss sich um einen beweglichen Gegenstand handeln, ein beweglicher Gegenstand. Das ist nicht ganz unumstritten, denn der EuGH hat zum Beispiel in einem Urteil auch Strom als Ware bezeichnet, sodass dieses Erfordernis des beweglichen Gegenstands ja so ein bisschen aufgeweicht wurde. Trotzdem gilt es im Moment noch. Dann haben wir B, Geldwert. Also eine Ware liegt nur vor, wenn der Gegenstand einen Geldwert hat. Und C, der Gegenstand muss sich für Handelstransaktionen eignen. Das heißt, wir haben hier vielleicht mal ein Abgrenzungsmerkmal zu ja, Dingen wie zum Beispiel menschlichen Organen, die zwar einen Geldwert haben und auch ein beweglicher Gegenstand sind, aber nicht Gegenstand einer Handelstransaktion sein können. Ja, dann wie bei den deutschen Grundrechten, römisch zweitens, prüfen wir, ob ein Eingriff vorliegt. Um zu beurteilen, was ein Eingriff ist, gucken wir uns zunächst mal wieder den Vertrag an. Und zwar haben wir einmal den Artikel 30, der uns da weiterhilft. Wie Sie hier sehen, haben wir Ein- und Ausfuhrzölle oder Abgaben gleicher Wirkung sind verboten. Genauso können wir jetzt noch mal in Artikel 34 gucken. Dort findet sich die nächste Art des Eingriffs. Hier finden wir die Begriffe mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen sowie Maßnahmen gleicher Wirkung sind verboten. Also das sind jetzt die beiden Elemente, die wir im Bereich des Eingriffs prüfen müssen. Also erstens Zölle. Das ist natürlich in der Praxis nicht mehr so häufig. Im Wesentlichen haben wir jetzt dann noch als zweites mengenmäßige Beschränkungen. Mengenmäßige Beschränkungen. Auch das ist in der Praxis nicht besonders häufig, denn bei mengenmäßigen Beschränkungen muss ja tatsächlich eine quantitative Beschränkung vorliegen. Also
Davon muss man die qualitativen Beschränkungen unterscheiden. Also quantitative Beschränkungen fallen hier, allein quantitative Beschränkungen wie Kontingente fallen hier drunter. In der Praxis auch kein besonders häufiger Fall. Sodass sich in der Praxis es fast immer auf die Diskussion konzentriert, liegt eine Maßnahme gleicher Wirkung, Maßnahme gleicher Wirkung vor. Das ist das Entscheidende. Und die Definition der Maßnahme gleicher Wirkung, die ist in dem berühmten Das- und Will-Urteil gemacht worden. Also Definition, das ist die sogenannte Das- und Will-Formel, eben benannt nach dem Gerichtsurteil, in dem der Europäische Gerichtshof diese Definition gefunden hat. Und der EuGH hat hier im Prinzip vereinfacht gesagt, dass jede Handelsbeschränkung zwischen den Mitgliedstaaten, also jede Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten, eine Maßnahme gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige Beschränkung darstellt. Und damit hat er eine, ja, die weitestmögliche Definition gewählt. Um diese Weite wieder ein bisschen zurückzufahren, hat der Europäische Gerichtshof die Das- und Will-Formel dann durch die sogenannte Keck-Formel eingeschränkt. Die Keck-Formel ist allerdings in der Praxis bisher zwar viel zitiert, aber in wenig angewandt worden. Aber nach der Keck-Formel werden reine Verkaufsbeschränkungen, die nicht produktbezogen sind, die werden vom Anwendungsbereich ausgenommen. Also reine Verkaufsbeschränkungen. Die klassischen Fälle der Keck-Formel, die sind Ladenschlussgesetze und der Fall Keck selbst betraf ein Verbot des Weiterverkaufs unter Einstandspreis. Man sieht aber auch hier, dass die Anforderungen an den Eingriff nicht besonders hoch sind. Das heißt, man kann fast sagen, dass jede Maßnahme der Mitgliedstaaten, die wirtschaftslenkende Wirkung hat, ein Eingriff in eine Grundfreiheit darstellt. Was kann nun der Mitgliedstaat machen, um diese Maßnahme zu rechtfertigen? Dazu werden wir uns jetzt mal römisch drittens Rechtfertigung angucken, denn das ist sind die Voraussetzungen, unter denen der Mitgliedstaat Handelsregelungen, Handelsbeschränkungen rechtfertigen kann. So, und da haben wir mal als erstes, muss der Mitgliedstaat ein legitimes Ziel formulieren. Das heißt zum Beispiel, was ist kein legitimes Ziel? Kein legitimes Ziel ist es, den inländischen Handel zu schützen. Das ist das klassische protektionistische Ziel, was in der EU verboten ist. Also legitimes Ziel. Was kann das sein? Wir haben einmal A, haben wir die Rechtfertigungsgründe nach Artikel 36 des AEUV. Das sind im Wesentlichen Schutz des Lebens und der Gesundheit und Schutz des nationalen Kulturguts. Und darüber hinaus, da das so nicht ausgereicht hat, hat der EuGH in der berühmten Cassis-Dijon-Entscheidung auch noch geurteilt, dass sonstige zwingende Gründe des Allgemeininteresses einen Eingriff in die Warenverkehrsfreiheit rechtfertigen können. Also zwingende Gründe des Allgemeininteresses, das ist hier das Stichwort. So, wenn eins von diesen beiden vorliegt, also entweder ein Rechtfertigungsgrund, der explizit in Artikel 36 genannt ist, oder ein zwingender Grund des Allgemeininteresses, dann muss zweitens geprüft werden, ob die mitgliedstaatliche Maßnahme nicht eine offene Diskriminierung darstellt. Also ob sie Ausländer, EU-Ausländer schlechter behandelt als Inländer. Das ist eine Prüfung, die wir zum Beispiel jetzt im Rahmen der Pkw-Maut sehen. Da ist das ja sehr umstritten, da die deutschen Autofahrer über die Kfz-Steuer wieder entlastet werden von der Maut, trägt zum Beispiel Österreich vor, dass es sich um eine offene Diskriminierung handelt. Und als drittes, und das ist dann der letzte Prüfungspunkt, ähnlich wie im deutschen Verfassungsrecht, haben wir dann wieder den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Wie gesagt, der ist uns aus dem Verfassungsrecht in Deutschland geläufig. Hier allerdings ein bisschen einfacher als bei uns, nämlich nur zwei Unterpunkten anstatt der bei uns bekannten drei.
Es muss erst einmal eine abstrakte Eignung festgestellt werden. Das heißt mit anderen Worten, die Maßnahme, die der Mitgliedstaat ergriffen hat, muss sich zumindest abstrakt eignen, das unter 3.1 genannte legitime Ziel auch zu erreichen. Der EuGH hat das zum Beispiel abgelehnt beim Reinheitsgebot für Bier. Da hatte Deutschland vorgetragen, dass das zum Gesundheitsschutz erforderlich ist. Und da hat der EuGH festgestellt, dass also ein Reinheitsgebot sich überhaupt nicht eignen kann zum Gesundheitsschutz, weil Bier generell ungesund ist. Also das müsste man unter Punkt A prüfen und unter Punkt B, und das ist dann häufiger der Schwerpunkt, muss man sich mit der Erforderlichkeit auseinandersetzen. Also da geht es darum, dass man prüft, ob eine mildere Maßnahme, also eine weniger gravierende Handelsbeschränkung, auch ausreichend gewesen wäre, das vom Mitgliedstaat angestrebte Ziel zu erreichen. Und wenn wir nochmal zum Fall mit dem Reinheitsgebot zurückkehren, dann war das da so, Deutschland hatte auch vorgetragen, dass die Maßnahme erforderlich ist, um das deutsche Kulturgut zu schützen. Und da hat der EuGH gesagt, dafür ist sie zwar vielleicht geeignet, aber jedenfalls nicht erforderlich, weil dann eine Etikettierungspflicht auch ausgereicht hätte. Ja, dann können wir uns jetzt das Ganze nochmal im Überblick anschauen. Also hier ist das Prüfungsschema nochmal im Überblick. Ich werde Ihnen ein PDF davon auch in dem Online-Campus zur Verfügung stellen. Ja, und jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, worauf es dann in der Klausur im Wesentlichen ankommt. Das sind eigentlich nur zwei Punkte. Einmal wird man relativ lange prüfen müssen, liegt eine Maßnahme gleicher Wirkung vor. Und als zweites wird dann immer verlangt, dass man sich intensiv mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit auseinandersetzt. Das sind die beiden wesentlichen Punkte. Ja, zur Prüfung möchte ich Sie noch darauf hinweisen, es gibt ein aktuelles Urteil aus dem letzten Jahr, das auch sehr viel diskutiert wurde, nämlich das EuGH zum Thema der Preisbindung für verschreibungspflichtige Arzneimittel in Deutschland. Das ist Ihnen ja allen bekannt. Und dieses Urteil enthält sehr, sehr gute Ausführungen zu der Frage Maßnahme gleicher Wirkung, aber auch nochmal zum Thema Verhältnismäßigkeit, wobei da schon bei der Eignung Schluss ist. Also ich kann Ihnen das nur wirklich empfehlen, diesen Fall zu lesen. Ich habe ihn hier über die De Jure-Webseite, da kann man auch weitere Nachweise finden. Ich habe Ihnen den Link hier eingestellt und was ich auch sehr empfehlen kann, ist der Aufsatz, den ich unten zitiert habe, nämlich die Besprechung in der kostenlosen Online-Zeitschrift ZJS von Frau Schulz-Papst. Die zeigt dann nochmal auf, dass in Wahrheit natürlich das alles ein bisschen komplizierter ist. Man kann sich da nochmal mit den Themen Maßnahme gleicher Wirkung und Verhältnismäßigkeit vertieft beschäftigen. Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, Ihnen hat dieses Video gefallen und Sie haben ein bisschen was dabei gelernt. Sie können mir gerne auch in der Vorlesung kurz berichten, ob Ihnen das was gebracht hat. Ich bin ja noch ein bisschen am Rumexperimentieren, aber ich denke, so langsam kommen wir hier in eine Form, die Ihnen auch hoffentlich was nützt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.